Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und vielleicht kommt dir diese Situation ein kleines bisschen bekannt vor. Du hast eine Stimmaufnahme, sagen wir mal von einem Podcaster oder vielleicht von einer Gesangsaufnahme und hörst dir die im Studio an und stellst fest, die klingt ein kleines bisschen belegt untenrum, ein bisschen mumpfig untenrum. Erste Reaktion, klingt mumpfig, drehe ich einfach ein bisschen Höhen rein. Kann man machen, aber dann holt man sich mindestens zwei Probleme mit ins Haus. Zum einen, das Signal wird ein bisschen lauter. Man addiert natürlich hinten bei den oberen Frequenzen ein bisschen, das Signal wird ein bisschen lauter. Das kann man aber noch vernachlässigen. Was vielleicht ein bisschen schwerer wiegt, ist die Tatsache, dass man, wenn man die Höhen anhebt, vor allem die S-Laute auch nach vorne holt. Die S-Laute, die in unserer Sprache ja vorhanden sind, wir können sie nun mal nicht vermeiden, sind da. Und wenn man in den Höhen anhebt, dann holt man natürlich auch diese S-Laute, die so ab 5, 6, 7 Kilohertz vorhanden sind, holt man dann ein bisschen nach vorne, braucht man wieder einen Deesser. Der Deesser macht das Signal wieder ein kleines bisschen mumpfiger, da muss man wieder ein bisschen Höhen andrehen und so dreht man sich im Kreis und versucht irgendwie der Sache Herr zu werden. Wäre es nicht schlauer, wenn man statt die Höhen anzuheben, um ein klareres Signal zu kriegen, lieber dafür sorgt, dass man den Mumpfanteil rauszieht, also nicht Höhen addiert, sondern den Mumpf subtrahiert, also abzieht. Kann man auch machen und ist auch eigentlich die gängige Methode, um das zu machen, um das zu erreichen, was wir eigentlich wollen. Klare Vocals ohne Mumpf. Und wir hören mal in diese Vocals rein, die ich hier gerade als Beispiel offen habe, denn die klingen auch ein kleines bisschen belegt. Achte mal drauf. Inmitten von Träumen und sinnlosen Kriegen rosten sie einsam auf dem Schrottplatz der Liebe. Also gefühlt klingt es so, ich weiß nicht genau, wie ich es visualisieren soll, als wenn hier so bei der Nase so ein bisschen was drücken würde an der Stelle. Ist immer schwer zu beschreiben, ne, wo so es wirklich drückt. Also es ist auf jeden Fall, dass es so ein bisschen mumpfig belegt untenrum klingt und das kann zum Beispiel passieren, wenn der Sänger oder der Sprecher ein bisschen zu nah am Mikrofon steht, ein bisschen zu viel Nahbesprechungseffekt draufkriegt. Aber wie gesagt, mit einem normalen Equalizer kann man das auch locker raussubtrahieren und wie das genau geht, schauen wir uns jetzt am besten mal an. Wir machen mal den Equalizer an und schauen uns einfach mal hier an, welche Frequenzen hier speziell nach vorne stechen. Hier wird jetzt gleich der Analyzer anzeigen, welche Frequenzen hier überall in der Stimme drin sind. Und achte mal speziell auf den Bereich, den ich jetzt hier schon mal nach vorne hole, zwischen 0 und 200, vielleicht 250 Hertz. Inmitten von Träumen und sinnlosen Kriegen rosten sie einsam. Untenrum haben wir natürlich erstmal ganz normales Gerumpel, was man normalerweise bei so einer Aufnahme dabei hat. Da nehme ich ja in der Regel, wenn du meinem Kanal schon ein bisschen länger folgen solltest, einen Low-Cut für. Den kann man hier auch aktivieren und den stelle ich mal für Stimme so grob bei 90 Hertz ein mit 12 dB Flankensteilheit. Hier kann man das durchaus machen. Die Stimme verliert nichts dadurch, sondern nur das Gerumpel wird abgeschnitten. Und als nächstes brauchen wir jetzt natürlich den Bereich, in dem der Mumpf ist. Und der ist, wie gesagt, so zwischen 150 und 250 Hertz normalerweise zu suchen. Und mit der Sweep-Methode kann man sehr schnell herausfinden, wo es tatsächlich vor sich hin mumpft, so auf der Nasenspitze, zumindest in meinem Gefühl. Ne? Gucken wir mal, wir spielen das Signal nochmal ab und ich hebe einfach mal hier dieses gelbe Band ein bisschen in diesem Bereich hier an und wir hören mal, wie sich das auswirkt, welcher Bereich da überbetont wird und dann übermäßig mumpfig ist. Also. Inmitten von Träumen auf 1 und sinnlosen Kriegen rosten sie einsam auf dem Schrottplatz der Liebe. Genau, hier ist es ungefähr bei 200 Hertz. Wir hören nochmal genau rein. Inmitten von Träumen und sinnlosen Kriegen rosten sie ja. Ne, dieser Bereich, den ich da jetzt übermäßig betont habe, der sorgt im Prinzip dafür, dass es mumpfig ist. Und jetzt haben wir den natürlich zum Betonen, zum Herausfinden, welche Frequenzen das sind, angehoben. Um das jetzt zu subtrahieren und abzuziehen, müssen wir jetzt einfach nur hier das Ganze ins Gegenteil verkehren und ziehen einfach mal, wir haben jetzt 15 dB überbetont, 0 wäre normal, dann machen wir mal hier, ziehen wir mal 4 Dezibel raus und hören mal, wie sich das jetzt auswirkt. Ich mache das erstmal aus, dieses Band, und dann hören wir mal rein, wie es dann klingt, wenn ich es aktiviere. Achte mal drauf. Einsam auf. Von vorne am besten, ne? Inmitten von Träumen und sinnlosen Kriegen rosten sie einsam auf dem Schrottplatz der Liebe. Ich habe es jetzt einmal ausgehabt, dann angemacht und wieder ausgemacht und ich glaube, du wirst es gehört haben, dass es auf jeden Fall klarer wird. Vielleicht ist es noch ein kleines bisschen viel. Wir machen mal minus 3 Dezibel und gucken mal, später muss man es natürlich im Mix dann nochmal überprüfen, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Wir machen das jetzt aber mal zu Anschauungszwecken hier in der DAW solo auf der Stimme. Nochmal, ich mache es nochmal aus und dann an. Inmitten von Träumen und sinnlosen Kriegen rosten sie einsam auf dem Schrottplatz der Liebe.
Ich finde, es ist schon ganz klar zu hören, dass die Stimme ein bisschen aufgeräumter wird. Und vielleicht ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht ist deine Stimme aber deutlich mumpfiger untenrum. Aber mit der Methode, die ich dir jetzt gerade gezeigt habe, wirst du definitiv dafür sorgen können, dass deine mumpfige Stimme, deine Stimmaufnahme auf jeden Fall deutlich klarer wird. Und da musst du vielleicht nicht 2 dB rausziehen, 3 oder 4. Da musst du mal gucken, in welchem Bereich du dich da genau bewegst. Aber so kriegst du auf jeden Fall den Mumpf aus der Stimme und kannst dafür sorgen, dass deine Stimmen deutlich klarer klingen, ohne dass du jetzt die S-Laute über eine Höhenanhebung maximierst und raushebst auf jeden Fall. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir gefallen und würde mich freuen, wenn du mir es zeigst. Über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück einfach 2-mal auf Daumen nach unten und ganz schnell auf das nächste Video auf der anderen Seite. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!